Verehrte Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ein Künstler definiert sich nicht durch seine Großeltern, sondern durch seine Kunst allein. Als gläubiger Christ, als Künstler und gleichzeitig auch als anerkanntes Opfer schwersten sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche, fühle ich mich geehrt, heute abermals an diesem traditionellen Künstlergottesdienst mitwirken zu dürfen. Meinen persönlichen und herzlichen Dank dafür an Kardinal Rainer Maria Wölki und den Künstlerseelsorger Prälat Josef Sauerborn. Es ist bei Gott nicht einfach, einen Requiem, ein Nachruf an so viele, viele, viele Menschenleben zu halten. Ich will es aber dennoch probieren. Lasset uns beten. Ukraine, Iran, Türkei, Syrien. 2 Tage vor dem ersten Jahrestag des brutalen Russlandüberfalls auf die Ukraine beten wir für das tapfere Volk der Ukraine und seinen Präsidenten Volodymyr Zelensky, einen wunderbaren Künstler. In ihrem Kampf um Leben und Freiheit. Wir beten für die Solidarität der Völker mit der Ukraine. Wir bitten dich, gütiger Gott, mach, dass Wladimir Putin seine Truppen bedingungslos aus der Ukraine abzieht, dass wie unser Kardinal Wölki vorhin in seiner Ansprache aus diesem Künstlergottesdienst eine Botschaft an die Welt rausgeht, dass Putin endlich diesen sinnlosen Krieg einstellt. Wir beten auch für Frieden und Freiheit im Iran, wo so viele Künstler, so viele Unschuldige, ganz besonders auch Künstler, hingerichtet werden, nur weil sie ihre Meinung sagen. Unser Künstlerkollege, der iranische Schauspieler Hossein Mohammadi, wurde im Iran zum Tode verurteilt, nur weil er sich an Demonstrationen für die Freiheit beteiligte. Wir beten, dass er und alle anderen Unschuldigen begnadigt werden mögen. Bitte, gütiger Gott, hilf diesen armen Menschen im Iran. Wir beten und wir trauern zutiefst, denn vor 2 Wochen bebte die Erde in der Türkei und in Syrien. Und die Zahl unserer toten Brüder und Schwestern steigt täglich weiter an. Stand heute sind es bereits fast 50.000 Menschenleben, die diese Naturkatastrophe kostete. Und daher beten wir heute ganz besonders für die Seelen dieser Erdbebenopfer und die Überlebenden, die nun obdachlos sind. Herr Jesus Christus, gütiger Gott, wir bitten dich, o Herr, erhöre uns. Amen. Das Gebet der Künstler.